So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Guckt euch doch mal an, wie schön verschneit hier alles ist, ne? Überall Schnee, Bäume, Glätte, kurze Hosen, Gummischuhe mit Löchern. Ich hoffe, die werden bald mal sauber hier, die sind letztens dreckig geworden. Wir wollen unser Level abmachen auf Level, jetzt weiß ich es gar nicht. Oh, ich kann ein Team machen, Moment. Ich muss mal kurz eine Aufgabe wählen. Oh, 30 Pokestops. So. Mein Level Up auf Level 6, auf Level 47, da musste ich ja 30 Raids machen, wo jedes Pokémon ein anderes Ding ist. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Habe ich jetzt mein iPhone vergessen? Level 47, bald incoming, glaube ich. Und da muss ich noch was maxen. Ich glaube, ich habe das iPhone vergessen, mit dem ich immer aufnehme. Was mache ich denn jetzt? Ja, es passt auf jeden Fall wieder perfekt, weil ich habe mein Aufnahmehandy vergessen. Das heißt, ich muss jetzt mit meinem Haupthandy aufnehmen, obwohl das nicht so cool ist. Will ich ganz kurz aber nochmal zeigen hier. Bei dem Level-Up muss ich nämlich noch 3 Power-Ups machen bis zum Maximallevel von Pokémon, also Level 50. Gewinne 30 Raids mit einem Team, in dem jedes Pokémon eine andere Art ist. Gleichzeitig, also dafür habe ich jetzt 30 Tage gebraucht, gleichzeitig musste ich auch gucken, dass ich diese Trainerhoffnungsmedaille jetzt push und Raids mache von verschiedenen Pokémon. Ich musste plötzlich 3er Raids machen, ich musste plötzlich 1er Raids machen, was ich sonst nie mache. Jetzt habe ich hier den Raid angesetzt. Hier ist Shenaya, die möchte eingeladen werden. Wir gehen also mal auf diesen Quapuzzi Raid, werfen den Pass ein, laden mal kurz ein die Shenaya. So, mehr ist ja nicht da. Shenaya wird eingeladen. Ich spaß mir jetzt auch andere Leute einzuladen, oder? Obwohl, wer gerne Interaktion möchte und sagt, so ein Quapuzzi-Raid, den nehme ich mal mit. Wir laden mal den Dennis ein und den Skinny und den Alex und den Andy Vorbeck. Das sind die Nächsten, die noch eingeladen werden. Das sieht doch gut aus. Jetzt muss ich mir hier mal ein Stück Dach frei machen, damit ich mal das Handy da hinlegen kann. Was gar nicht funktioniert, weil alles einfach nur glatt ist. Ich wollte auch hier mir noch so ein paar Äpfel reinziehen. Pupsi hat nämlich heute Geburtstag. Heute ist der 8.12. bei mir, wo ich das aufnehme. Wir wollen heute auch auf den Erfurter Weihnachtsmarkt mal gehen. Marie ist noch in der Schule, weil es ist ja Freitag. Und da wollte ich schnell mein Level up machen. Wollte schnell hier mal irgendeinen Einer Raid zaubern. Ich wollte erst zu Mutter und Kind fahren. So heißt die Arena. Irgendwo beim Schloss, da war ein Shinox-Raid. Jetzt habe ich aber gesehen, ist hier das Quapuzzi aufgegangen. Den habe ich auch noch nicht gemacht als einer Raid. Und das ist auf jeden Fall auch näher dran. Sieht man, dass es schneit. Es sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das Gotcha läuft auch, wie man sieht. Ein Gotcha am Handgelenk. Hast du gerade, wenn du viel mit dem Auto unterwegs bist, und gerade auch durch Meiningen fährst, wo sowieso alle 5 Meter eine Ampel ist und du warten musst, es schön nebenbei die Stops dreht, ein paar Pogis mitnimmt, abends guckst du in deinen Beutel, hast ein paar Shinies drin, denkst dir, ja krass. Dann musst du wieder aussortieren, musst wieder entwickeln, musst momentan einfach alles pushen, was geht. Achso, ich habe meine Pokémon noch gar nicht gewählt. Moment. Sind das jetzt 6 verschiedene? Jetzt muss ich noch mal raus und gucken. Habe ich 6 verschiedene gewählt? Wieso hat es denn jetzt ein... Ich habe wahrscheinlich nicht auf OK gedrückt. Aber es hat jetzt 6 verschiedene hier in diesem Team gehabt. Das heißt, es müsste dazu zählen. Da ist nichts doppelt. Ich habe nicht mal einmal angegriffen. Die anderen haben wieder mal die Arbeit gemacht. Der Ramses ist ein faules Schwein. Das ist sehr cool. Ich hoffe, es hat jetzt gezählt, sonst war alles umsonst. Da steht's. Gewinne 30 Raids. Das passt. Also ich habe wieder mal nichts gemacht. Die anderen mussten alles machen. Ich stehe hier und esse Äpfel. Ich möchte jetzt das Quapuzzi fangen. Die 3er Raids habe ich leider schon alle durch, die normalen. Bei den Einer-Raids ist aber auch nicht wirklich so was Cooles dabei. Deswegen ist momentan sowieso komisch, überhaupt was zu machen.
Ich hoffe, es kommen bald wieder bessere Einer- und Dreier-Raids, was Dreiermäßiges, was man auch gut raiden kann, aber darf ich ja auch nur einen machen. Also diese 150 verschiedenen Pokémon finde ich schon richtig behindert, muss ich sagen. Wir wollen jetzt aber was machen, und zwar, ach nee, pass auf. Wir wollen jetzt was machen, wir wollen dieses Pamo. Wir müssen ja drei Pokémon pushen auf Level 50. Wir wollen dieses Pamo pushen auf Level 50, machen hier direkt Power-Ups. Wir werden das nicht entwickeln. Ich finde diese normale Form Pamo, finde ich am schönsten, finde ich am coolsten. Wenn das dann aufsteht, ist das nicht mehr so süß. Warum heißt das Julchen? Als wir Karmesin gezockt haben, habe ich Pokémon genommen, die ich nicht kenne, habe einen Elektroangreifer gesucht, wir haben das Pamo gehabt und Julchen war im Stream und Julchen ist einfach eine krasse Frau und deswegen war das Julchen dann, wir haben unser Julchen mitgenommen, das Julchen aus der Community und da habe ich jetzt ein 100%iges bekommen, aus der Feldforschung gefangen und das habe ich jetzt gepusht. Das ist jetzt auf 50 und das bleibt so. Dann möchte ich dieses Krokel pushen, weil das war mein Paldea Starter, den ich genommen habe, weil ich den am coolsten fand, weil das ist halt so ein Holzkopf. Den möchte ich auch auf 50 pushen und der heißt Sarina. Warum? Weil Sarina letztens in einer Gruppe gepostet hat, dass im Park ein 100% Krokel sitzt. Eine halbe Stunde später war ich dort, hab's angeklickt und es war immer noch das 100%ige in Meiningen, dank Sarina. Deswegen heißt das Sitz hier Sarina. Das ist also das zweite, was ich dann hab. Und was ich noch pushen möchte, dieses Ampharos, denn das ist auch ein richtig guter Elektroangreifer. Und ich habe genügend XL-Bonbons, um das zu pushen. Und das kommt, glaube ich, jetzt auch wieder in die Mega-Raids im Dezember. Also bis das Video online ist, ist wahrscheinlich schon wieder Sommer, egal. Das ist auch ein 100%iges, das ist erlöst aus einem Krypto heraus. Das kann die Mega-Entwicklung durchführen. Das ist für mich nützlich, denn ich habe dann keinen Sackraum großartig. Ich werde ja auf legendäre weitestgehend auch verzichten und ja, versuche halt mit normalen Pokémon dann meine Armeen zu machen. Statt Regiram-Armee gibt es dann eben Flampivian-Armee oder so Zeug. Hier ist jetzt das Level-Up für 47. Es ist richtig dumm, dass ich die Aufnahme gerade hier mit diesem Handy machen muss. Vielleicht merkt ihr gar keinen Unterschied, für mich ist das aber ein großer Unterschied. Schon allein in der Bearbeitung. Das hängt sich nämlich so oft auf, wenn man die Dateien von dem Handy nutzt. Wir haben eine Level 47 Pose, Aktivität im vorherigen Level, 36 Raids, 2900 Stops, 9400 gefangene Pokémon. Nehmen wir mal noch mit, gucken wir auch noch mal rein, was jetzt die Aufgaben wären für das nächste. Erhalte 10 Souvenirs von deinem Kumpel. Oh mein Gott. Verdient 300 Herzen mit deinem Kumpel. Laufe 200 Kilometer mit deinem Kumpel. Erhalte 8-mal die wöchentliche 25 Kilometer Abenteuer-Sync-Belohnung. Was willst du da denn im Video dann zeigen? Nix. Das ist ein richtig dummes Level und da bezieht sich alles nur auf die Buddies, also keine Ahnung. So, die anderen haben auch schon wieder die Arbeit gemacht, mit den Stops gedreht, finde ich auch gut. Machen wir noch 35 Pokémon. Wenn ich jetzt nämlich wieder heimfahre, kann das Gotcha ja noch mal ein paar Pokémon fangen. Und vielleicht passt das auch. Können wir die Pose noch anlegen? Will mal kurz hier schauen in den Schrank. Pose. Obwohl, eigentlich ist ja die Pose, die wir jetzt haben, die ist ja animiert. Ne, die ist bewegt. Die ist. Eigentlich müsstest du die dran lassen, statt die andere zu wählen. Also weiß ich eh nicht, wo die andere ist. Die andere ist bestimmt irgendwo, das müsste die Level 47 Pose sein, aber ja, komm, fürs Video legen wir es mal an und stellen uns so dahin. Das ist Habanero Lime, der Free-to-Play-Account mit der Level 47 Pose, Road to 48, Start kommen. War denn noch ein Apfel essen? Oder mehrere? Hüt auf Vorhaut, euer Ramsel.